da mal die Musik einmal da hinten drin und dann haben wir da mal ein paar drin gehabt da hinten. Da war es so kalt, da sind sie mit den Pelzmantel dahergekommen und unten barfuß gewesen. Aber dann haben wir gleich Schnaps ausgeschenkt und dann ist das lustig geworden. Zum Beispiel einen alten Abend haben wir gemacht. Da war da herum alles Kramme voll. Da haben sie die Alten hingesessen. Und dann waren Stripp angesagt. Die sind aber erst um 12 Uhr gekommen. Das haben aber wir nicht gewusst, dass die so spät auftreten. Gell? Jetzt sind die Alten so lange da, die haben am nächsten Tag geschimpft, weil sie so besoffen waren, weil die haben aber gewartet auf die Stripperinnen. Weil jeder wollte die sehen, wie die Stripperinnen da mal antanzt haben. Gell? Das kann einmal heimgegangen. Und dann war es so weit, dass der alten Tag da herum, die haben sich nicht mehr aufgetraut, weil sie viel Leute waren. Dann haben wir unten einen Containerplatz, haben wir einen Tisch aufgestellt und haben die da einen Containerplatz reingekommen. Da oben drüber, da war der Ranken noch, Fallschirm gesprungen, da sind sie Fallschirm gesprungen, da runter, da in den Ruhm rein. Voll Dreck, von den Füßen bis zu den Oberschenkeln, ein bisschen hinauf, war alles Bart war. Da war alles Kramme voll. Dann ist er wiedergekommen, dann hat es geschüttet, was schön noch ging. Das ist natürlich keiner gegangen. Dann haben wir Müllsäck verteilt. Ein Loch reingeschnitten, Müllsäck drüber gezogen und dann waren sie drin gehabt. Die haben sich Tisch und Bänke aufeinander und haben da einen Turm gebaut und haben sie da unten reingehockt. Und gerade lustig war es. Da ist zum Beispiel eine alte Mutter einmal gekommen und hat mit dem Bus sind die zufällig vorbeigefahren. Da. Dann sind sie da rauf und haben sie Brotzeit gemacht. Dann ist ihr die Wurst am Boden hingefallen. Dann ist gekommen, dass sie ihr die Wurst abwaschen. Dann habe ich die Wurst gepackt und habe sie halt weggeschmissen. Gell. Dann hat sie sich momentan aufgeregt. Dann habe ich gesagt, direkt nicht auf, du kriegst eine neue Wurst und fertig. Dann hat sie so eine Freude gehabt. Dann hat sie gesagt, da kommen wir wieder. Am Wochenende drauf sind sie mit zwei Busse dahergekommen. Dann sind wir von Neuburg da reingefahren. Der Lusche zum Beispiel, der war ein Musiker, der hat eine Lehre gemacht, eine Landwirtschaftslehre. Alles wartet auf die Musik. Er war irgendwo in Hohing oder wo er da gearbeitet hat, hat er noch Stroh fahren müssen. Dann haben wir auf die Musik gewartet. Der Bauer, was da drum gehabt, den seine Kühe haben die Steckel gefressen von dem Feuerwerk, hat er gesagt. Er wollte einen Tierarzt kommen lassen, seine 20 Kühe untersuchen. Da sage ich, kannst du machen.